Die Eskimo-Rolle im Kajaksport ist ein wichtiges Technikelement. Mühsames und im Wildwasser durchaus gefährliches Verlassen des Bootes kann vermieden werden. Der Film soll Kajakfahrern, die bereits erste Erfahrungen mit dem Sport gemacht haben, unterstützen, die Eskimo-Rolle zu erlernen. Wenn Sie allerdings Angst vor der Situation unter Wasser haben, so empfehlen wir Ihnen, sich Hilfe von einem Trainer zu holen, zum Beispiel in einem Kajakverein. Zum leichteren Erlernen empfiehlt es sich, in die Schwimmhalle zu gehen. Dies hat verschiedene Gründe. Das Wasser hat keine Strömung, ist klar und der Untergrund ist eben, was die Hilfestellung erleichtert. Seit wann hast du dir denn gelernt? Also wo und wann? Mitte 13 war im Schwimmbad. Und von selber oder im Verein? Oder im Verein. Und du warst schon vorher im Verein oder? Bist nicht dafür aktiv. Extra? Okay, also hast du zuerst die Rolle gelernt und bist dann gefahren oder bist du schon Bäche gefahren? Ja, ich bin zuerst Bäche gefahren. Und hast dann gemerkt, dass du die Rolle brauchst, oder? Ja, unbedingt. Also würdest du sagen, ohne Rolle kann man nicht so gut. Ohne Rolle kann man nicht anfangen, wirklich Wildwasser zu fahren. Da kann man ein bisschen reinschnuppern, aber dann ist gleich die Grenze erreicht. Nur noch Schwimmen. Ist es auch gefährlich, wenn man schwierige Bäche fährt, ohne dass man die Rolle kann? Schwimmt man öfters und schwimmen ist immer ein Risiko, ja. Bei der ersten Übung hält man sich am Beckenrand fest und taucht immer wieder mit dem ganzen Körper unter Wasser. Wichtig ist es beim Auftauchen zu beachten, dass zuerst die Hüfte nach oben gebracht wird und als letztes der Kopf. Um die Unterstützungsfläche zu verringern und so zu überprüfen, ob man die Bewegung richtig macht, stützt man sich nur noch an einem Schwimmbrett ab. Zunächst mal mit zwei Schwimmbrettern versuchen, erst wenn das klappt, auf eines umsteigen. Wichtig dabei ist wieder zuerst die Hüfte und dann den Kopf nach oben bringen. Wenn es nicht klappt, kommt der Kopf meistens zu früh nach oben. Als nächstes benötigt man einen Partner, der einem das Paddel wie im Video über dem Wasser zur Seite zieht. Damit man unter Wasser besser erkennen kann, was der Partner genau mit dem Paddel macht, empfehlen wir, eine Schwimmbrille zu tragen. Wichtig für den Partner ist es, darauf zu achten, dass das Paddel an der Wasseroberfläche bleibt und nur zur Seite gezogen wird. Als nächsten Lernschritt kann man die Paddelseite, mit welcher durchs Wasser gezogen wird, mit Schwimmbrettern umkleben. Das hilft einem dabei, die Paddelfläche über der Wasseroberfläche entlang zu ziehen und ermöglicht mehr Auftrieb. So sieht die normale Griffhaltung aus. Diese kennen Sie bereits. Das ist die lange Griffhaltung. Diese verwenden wir für die folgende Übung, da sie den Auftrieb aufs Paddel erhöht und man sich so leichter an die Bewegung gewöhnen kann. Allerdings ist es jetzt schon deutlich schwieriger als mit den Schwimmbrettern am Paddel. Deshalb geben Sie nicht auf, auch wenn es nicht gleich beim ersten Versuch klappt. Schuld ist fast immer der Kopf, der zu früh aus dem Wasser kommt. Also unbedingt zuerst die Hüfte bringen. Es ist soweit. Nun erlernen Sie die Endform. Als letzten Schritt verwenden Sie wieder die normale Griffhaltung und machen ansonsten alles gleich wie mit dem lang gehaltenen Paddel. Am Anfang sollten Sie das Paddel unbedingt schon neben dem Boot in der richtigen Stellung halten, bevor Sie umkippen. Dann haben Sie keine allzu lange Unterwasserphase. Achten Sie wieder besonders darauf, dass Sie zuerst die Hüfte nach oben bringen. Sie werden bemerken, dass das Boot plötzlich viel leichter rollt. Zur Erleichterung klopfen Sie, bevor Sie mit der Bewegung beginnen, mit dem flachen Paddel aufs Wasser. So gehen Sie sicher, dass das Paddel auch wirklich auf der Wasseroberfläche aufliegt.